diese Einheit mit dem Brot und dieses Fett, was in das Brot reingeht, Leute. Oh, das ist nicht normal. Ein schönes Abstartzeit aus dem tiefsten Osten. Wir sind direkt an der polnischen Grenze. Ich war gerade bei Klaus Grill. Das Video blende ich am Ende ein und fahre jetzt durch nach Berlin. Wir haben heute einen epischen Dreikampf am Start. Einen epischen Dreikampf. Die besten drei Döner Deutschlands treten in einem Video gegeneinander an. Wir werden immer rüber switchen zu den anderen Läden. Wird ein geiles Ding. Lasst die Kommentare glühen, lasst auch die Daumen oben glühen. Wir müssen den Algorithmus pushen. Dafür haue ich wieder mal einen 50-Euro-Gutschein raus. Den pinne ich an oder nehme das Top-Kommentar, eins von beiden. Wir fahren jetzt als allererstes zu Pamphylia. Wenn nicht sogar, kann ich sagen, in Deutschland, glaube ich, das beste Fleisch, was ich bisher gegessen habe. Ich werde demnächst mir auch noch die Mühe machen, werde ein Ranking machen fürs beste Brot, beste Soßen, bestes Fleisch. Einfach nur für euch als Info. Wir fahren nach Berlin. Let's go. Das ist unnormal, ich schwör's euch. Ich habe das visualisiert, dass ich hier einen Parkplatz immer krieg, direkt vom Laden bekommen, Mann. Mal euch auf den Döner gefasst, ich weiß, Alter. Das ist einfach Spitzenklasse. Wir kommen an den Start, Leute. Wir kommen direkt an den Start. Mega Atmosphäre. Ich fühle mich gleich wie zu Hause. Hallo zusammen, hallo. Grüß euch, guten Tag. Das einzigartige Fleisch. Eine Schicht nacheinander. So muss es aussehen. Was hier halt immer Highlight ist, wenn man hier am Spiel steht, der Fleischgeruch. Es ist Grill, es ist Fett, es ist alles. Ihr schließt die Augen, ihr seid am Grill mit der Nase. Oh. Für euch nochmal, ihr könnt ihr hausgemacht nehmen, Brot, und ihr könnt normales Fladenbrot, sag ich mal, nehmen, gekauftes. Ich empfehle euch hausgemacht. Das Hausgemachte, das abgestimmt einfach. Nur vom Fleisch würde ich sagen, der Einzige, der mit Fair hat in Wien mithalten kann. Anders, besser kann ich sagen, anders. Aber heute geht es sowieso um die besten Döner in Deutschland. Erstmal. Ich würde sagen, es geht los zur nächsten Location. Wir switchen einmal rüber. Jetzt einmal ganz kurz für kleine Jungs. Mein Oberkörper rasieren! Manscaped, ganz kleine Werbung für euch heute. Diesmal Oberkörper. Ich blende euch mal ganz kurz ein kleines Video ein. Da könnt ihr sehen, wie ich einfach nur mal an meinen Oberkörper längs geglitten bin. Ich benutze diesen Manscaped-Rasierer auch für den Oberkörper optimal. Überall könnt ihr den benutzen. Oberkörper, untenrum, alles. Und genau, denkt dran, ihr könnt den auch zurückgeben. Wenn das euch nicht passt, er euch denn nicht schmeckt, probiert ihn einfach mal aus. Könnt ihr unter Wasser benutzen. Hat ein schönes Licht hier noch am Start, wenn ihr nicht so ein tageslichtes Badezimmer habt. Genau, Code Holle, 20% Rabatt, kostenloser Versand und zwei schöne Geschenke. Wirklich schöne Geschenke. Geschenke am Start. Link findet ihr in der Videobeschreibung. Denkt dran, Vatertag ist bald. Ein sinnvolles Geschenk. Rasierer braucht jeder, nicht tausend Jahre hin und her überlegen. Da habt ihr was am Start. Für die, die noch einen aktiven Vater am Start haben, aber auch den nicht aktiven Väter. Wunderbares Ding. Und jetzt geht's weiter im Video. Salam, salam! Wir sind am Start bei Tonbul. Tonbul, wirklich für mich absolut Geschichte, weil das ist so, wisst ihr, das, wo es irgendwie losging, diesen Döner, Tonbul, den habe ich ja zum besten Döner Deutschlands gewählt. Das war wirklich für mich so, boom, der hat alles gesprengt. Nachdem ich da war, muss ich einfach sagen, das ist riesen Hype losgegangen. Ihr kriegt heute meine zweite Bewertung. Seid euch bewusst, Leute, wenn du nach einem Jahr wieder hingehst, dass ich die gleiche Bewertung gebe. Das ist einfach unwahrscheinlich. Nach der Erfahrung alleine, da muss das Fleisch ein bisschen weniger kross, das Brot eine Sekunde weniger drin. Einfach logisch, dass da eine andere Bewertung bei rauskommt. 200.000 Spezial, wir testen jetzt den Tonbul aus. Heute gelten alle Bedingungen gleich. Jeden Laden habe ich mich angekündigt. Da kriegt nicht einer die Chance und der andere nicht. Der weiß, dass ich komme. Er ist schon am Start. Wir werden jetzt mal eben den Chef vor die Kamera holen. Hey! Ich mache ja so ein 200.000 Spezialvideo, ne? Ich sage euch nur eins. Geh bei ihm nicht näher. Dann mach euch kaputt. Dankeschön. Wir machen 200.000 Spezial. Du trittst sozusagen im Ranking gegen meine Top 3 an. In ganz Deutschland. Und musst dich quasi beweisen jetzt. Ich sag dir nur eins. Hauptsache, ja, schau mal hier. Wenn man das nimmt, ja, einfach so in den Mund reinhaut. Das ist das. Geil. Dankeschön. Der Chef hat hier, er hat einen Meister, der das Brot macht. Er hat auch einen Meister, der den Teig macht, der die Brötchen macht. Das ist ein Bäckermeister, wir haben einen Fleischermeister. Hier steht nicht irgendjemand, sondern Leute, die das wirklich gelernt haben. Jetzt bekommt ihr auch 10%, aber nur 10% Geheimnisse von unserem Sauerteig. Ja? Wenn du das Teig einfach nimmst, ja, musst du erst einmal... Das will ich auch mal machen. ...riechen. Kann ich dir eine Kette machen, André? Ist so, ne? Ja. Wir nehmen zwei Döner, ne? Zitrone direkt drüber. Ist der schon für mich jetzt hier? Das ist schon für dich, meine Liebe. Ihr habt gesehen, ne? Der wäre sonst für einen Kunden gewesen. So, und jetzt kriege ich den. Vom Garten, ja? Frische Tomate, ach du Düst.
So sieht er aus, Jungs und Mädels. Weich das Brot. Hier ist schon ein bisschen härter, aber es ist nicht so dieses, was man bei vielen kennt, so bam, Toastbrot-Style. Ich merke, was für pervers gute Qualität das ist. Ich glaube, wir müssen einmal rüber switchen. Also Kühe. 5 Minuten mit dem Auto vom Tombol entfernt. Also für mich der Endbegriff von Basic. Also die Tomaten nicht mal richtig klein gemacht. Moin moin. Aber ich habe ihn heftig in Erinnerung. Ich weiß noch, wie krass Hunger ich hatte, als ich das letzte Mal da war. So übertrieben Hunger. Und ich habe viel Kritik zu diesem Döner gehört. Viel, aber ich gehört zu ölig. An dem Döner habe ich jetzt noch keine richtig heftige Meinung gehört. Außer meine damals. Und ja, jetzt kriegt ihr meine nach, keine Ahnung, ein Jahr später. Alles Selfmade, 100% eigene Herstellung. Ich hätte sehr gerne 2 Döner, schön kross gerne das Fleisch und einen ohne Soße und einen nur mit ein bisschen Tzatziki-Soße. Und nur nochmal für euch, ne? Man sieht das Brot auch komplett anders. Ne? Das ist, nicht, ist kein Standardbrot. Ich kann mich erinnern ans letzte Mal. Die Soßen waren auch einfach im Begriff von Basic, aber einfach so oldschool, so perfekt abgestimmt das Fleisch. Oh. Was müssen Sie trinken? Sie können ja. Eine Cola bitte. Für direkt hier den ohne Soßen. Das ist mir erstmal eine Herzensangelegenheit. Sehr, sehr interessant. Habe ich gar nicht mehr so in Erinnerung. Für das Brot, das sah es mir so ein bisschen auch komischerweise aus, wie so ein Pfannkuchenartig. Es zergeht irgendwie auch im Mund so ein bisschen. Sehr interessant. Wir switchen nochmal rüber zur nächsten Location. Zurück in Berlin. Perfekt, ja. So nehmen wir ihn. Deinen Döner? Boah, heiß wie Fett, heiß wie Fett. Unscheinbar. Ich sag es euch wie eine Dame vom Dorf. Du denkst nichts, du gehst vom Bauernhof vorbei, melkst noch die Kühe oder so, sprichst sie an, lernst sie kennen und dann merkst du, wie viel Tiefgang diese Frau hat. Bruder, dieses Fleisch ist pures Gold. Ich brauche vielleicht noch einen, weil das Brot ist nicht so wie letztes Mal. Ist mir ein bisschen zu präsent. Da gebe ich euch quasi eine zweite Chance. Brauche ich direkt noch mal ein anderes Brot. Sage ich euch, gebe ich jedem die Chance. Das sind Läden, die machen ihr Brot jeden Tag frisch. Das wird einmal zu dick, wird vielleicht nicht richtig gerüstet. Mache ich bei jedem. So fair will ich sein, das kann passieren. Grüße an den lieben Fikri. Also so heißt der Besitzer. Lieber Fikri. Heute ist dein Brot nicht so geil. Aber wir haben ja ein zweites zur Auswahl. Vielleicht switchen wir erstmal noch mal rüber zur nächsten Location. Zurück bei Tombol. Also dieser Vergleich einfach, sage ich euch. Wenn ich schon an Pamphylia denke und hier diese Fleischqualität, das ist unendlich heftig. Das Brot hat einfach so einen eigenen Charakter. Selfmade, so gleich professionell. Und wenn man es jetzt vergleicht mit Pamphylia in Berlin, da hat ja leider dieses Mal das Selfmade-Brot eingekackt. Konntest du nicht essen, ich musste ein Standardbrot von der Stange nehmen. Wenn du bei, wenn du bei Deutschland suchst, den Superstar bist, wisst ihr, was ich meine? Steht von Dieter Bohlen, verkackst im Finale, kriegst keine zweite Chance. Anschaltshalber, hier mit Soße will ich noch einmal reinbeißen wenigstens. Hat er noch mehr Zitrone oben drauf gemacht, merkt man auch. Müssen wir mal rüber switchen. Ich glaube, wir gehen zu Kühli noch mal rüber. Zurück bei Kühli. Erster Gedanke, Brot zu präsent. Hat sich wieder Luft aufgelöst. Trotzdem noch viele Kräuter drin. Boah, begrüße ich gar nicht mal so. Das ist mir zu. Lieber extra drauf. Fettigkeit schwöre ich, finde ich nicht verkehrt. Aber wirklich mal als Beispiel. Wenn ihr zum Tombol geht, bleibt hartnäckig und sagt, ich will knuspriges Fleisch. Guckt drauf, wie das Brot schneiden. Also keine Ahnung. Ich habe 3 Mal da gegessen innerhalb von 4 Monaten. Einmal, da war das Fleisch nicht kross, hat nicht gestimmt. Beim einen war das Brot zu präsent. Da wurde es nicht genug durchgeschnitten. Und unten hast du zu viel Brot gehabt, wenn du reingebissen hast. Sind so viele Stellschrauben. Ich muss nochmal Oregano und eine Joghurtsoße. Knoblauchsoße, Entschuldigung. Auf jeden Fall ein Döner. Den kann man ohne Soße essen. Hat es in die Liga geschafft. Ich finde den mit Soßen besser. Ganz dezente Knoblauchsoße. Unterstützend, nicht zu präsent. Und vielleicht switchen wir aber nochmal rüber. Wir sind am Start, Leute. Dieses Brot ist gerade wieder passend. Es hat Sesam, es ist dünn, es ist knusprig. Und das Brot ist gut. Knuspert rein, bam. Leichtes, angenehmes Salz. Da geht meine ab. Diese Zwiebel, leichte Schärfe, basic. 3 Zutaten. Fleisch, Zwiebeln, Tomate. Nenne ich. Nochmal bei Tombol. Ich muss noch einmal. Du musst noch einmal rein. Natürlich, Leute. Das platzt hier auf.
Mach da kein Geheimnis drum. Für mich zählt gerade nur der Geschmack. Da kann ich Gesamtbewertung machen. Das fällt runter, das fällt nicht runter. Wie freundlich war das Personal? Aber ich möchte heute den Geschmack bewerten. Oh, Leute. So haarscharf da. Oh, das schwingt nach, der Geschmack. Wenn du auch nur einen Hauch von Liebe im Herzen hast für Essen. Und das ist pure Liebe in deinem ganzen Körper. Ich schwör's euch. Wir gehen ins Finale über. Bewertung von Külli, dann Pamphylia und dann hier. Oder ich bewerte hier Pamphylia und Tombol zusammen. Oh, ich weiß es euch. Wir müssen erstmal doch zu Külli. Also eins könnt ihr euch im Kopf behalten. Weil sehr oft wurde ja auch dieses Video gefordert. Bewerte die Sachen nochmal mit neuer Erfahrung. Die mich wirklich viel verfolgen, merken, ich bewerte viel strenger inzwischen. Der Anspruch steigt. Ich habe so viel mehr Döner gegessen. Und Sachen, die früher special waren, merke ich, sind in jeder Stadt auf einmal. Die sind auf einmal Standard für mich. Dinger, die vorher eine 9 bei mir waren, sind jetzt vielleicht nur eine 7. Beziehungsweise, wenn ich jetzt wirklich irgendwas noch sehr hoch bewerte, mit einer 9,4 oder so, hat das viel mehr Aussagekraft noch als damals. Das ist logisch. Ich sage euch meine Bewertung zu Külli jetzt erstmal. Also Külli ist bei mir tatsächlich ein bisschen aus der Reihe getanzt. Soße fand ich wirklich besser als ohne Soße. Ist bei mir aber nicht mehr als eine 8,5. Das ist, wie ich finde, eine faire Bewertung. Zu viel Kräuter. Mit Soße geht das interessanterweise ineinander über. Auch gerade vom Fleischlevel. Zusammen mit dem Brot langt es nicht für weiter oben. Langt nicht. Da habe ich ihn letztes Mal deutlich besser bewertet. Wir sind zurück am Start. Erinnert mich an Kindheit. Damals in Berlin Klassenfahrt. Und damals war die scharfe Soße. Ich möchte nicht sagen, so Curry-Ketchup-lastig. Doch, ich möchte es sagen. So ein leichter Curry-Ketchup-Touch. Ich sage euch so, wie es ist. Wir gehen zur Bewertung. Ich entscheide mich klar bei Pamphylia für den Döner ohne Soßen. Der hier ist geil. Die Soßen machen ihn aber irgendwo wieder zum Standard-Döner, weil der gute Fleischgeschmack verloren geht. Ist hier ganz klar ohne Soßen mit einem geeigneten Brot die bessere Wahl. Und Pamphylia kriegt von mir wieder eine 9,4. Spitzenklasse. Nicht schlechter als letztes Mal. Obwohl es ein anderes Brot ist. Aber diesmal war auch das Fladenbrot, wenn ihr mich fragt, was anderes. War knuspriger. Kriegt eine 9,4. Das Fleisch ist einfach Welt. Mit noch einem anderen Brot kommt das beinahe an Pferd ran. Ich müsste beide gegenüberstellen. Aber Pferd macht sein Brot noch mehr Welle. Aber es geht heute nicht um Pferd. Scheiß auf Pferd jetzt. Ah, nee, das kann ich so nicht sagen. Sorry, Pferd, du warst das nicht gemein, Mann. Du bist ein absoluter Ehrenbruder. Er ist einfach der Held, er ist der Guru, er ist die Koryphäe. Alles. 9,4 Punkte für Pamphylia und weiter zur nächsten Bewertung. Diese Einheit mit dem Brot und dieses Fett, was in das Brot reingeht, Leute. Oh, das ist nicht normal. Das ist einfach nicht normal. Ich als Typ, der nur mit Soße normalen Döner isst, bedenkenlos kann man den ohne essen. Und eine Info noch auch über Tombol. Der macht im Winter andere Rezeptur als im Sommer. Mehr Fettgehalt, weniger Fettgehalt, damit die Leute nicht träge sind und. Damit du da nicht rausgehst und zusammenbrichst im Sommer. So einen auf den. Chef, wir kommen gleich nochmal wieder. Einen sage ich dir schon mal. Chacuzel. Chacuzel heißt das. Chacuzel. Einmal ganz kurz von dir. Was sagst du zum Döner hier bei Tombol? 1A. Was hast du eben? Meine Liste arbeitest du ab, meine Dönerliste? Meine Liste arbeiten wir als Freunde langsam ab. Top. Also kannst du sagen, die kann man sich gut geben aus meiner Liste, auf jeden die Döner? Fall. Du hast Geschmack. Ja, cool, Digi. Hau rein, ne? Wie ist es jetzt, Ahmed? Chacuzel? Chacuzel. Ich sag Chacuzel. Also eine Sache, die Lieblichkeit vom Brot mit dem Fett, was da reinläuft, zusammen halt natürlich mit dem Fleisch, das 1A ist, aber diese Harmonie, diese Fusion, eine Symbiose, die eingeht und zu einem wird so. Und das bleibt mir die ganze Zeit, geht mir aus dem Kopf nicht raus. Und wir sind jetzt zurück und jetzt werde ich erfahren, wer in meinem quasi neuen Ranking die absolute Nummer 1 einnimmt. Ich habe den guten Chef da, ich habe vorhin auch schon gesagt, als ich dich das letzte Mal gesehen habe, du hast mich begrüßt wie einen verlorenen Sohn. Das war aber schön. Das ist die Auflösung von unserem Battle hier quasi zwischen den drei besten Dönern Deutschlands. So, die Vorgehensweise war ja so, ich bestelle zwei Döner bei mir im Laden, einmal mit Soße, einmal ohne. Mir hat natürlich bei dir ohne Soße auch mehr gefallen. Wir haben den Pamphylia-Döner aus Berlin, der hat 9,4 Punkte gekriegt, auch in diesem Dreikampf quasi. Der Külli, der ist ein bisschen untergegangen mit 8,5 Punkten. Du bist für mich immer noch der beste Döner Deutschlands. Der Döner, den ich bewertet habe, hat bei mir 9,5 Punkte bekommen. Für mich in Erinnerung, tief im Herzen bleibt einfach diese Symbiose zwischen Brot, diesem Fett da drin, dem Fleisch. Das ist für mich einzigartig und absolut die Nummer 1 für mich in Deutschland. Freut mich sehr. Hauptsache, Essen muss schmecken, alles zusammen ist zufrieden. Das Schöne ist Worte. Das meine Meinung. Und dafür danke ich dir. Nein, wir brauchen eine richtige Umarmung. Online-Kurs. Kusse gebe ich später meine Frau. Dank dir. Und ich habe ein Geschenk für die Rolle. Aber einmal sage ich schon mal an die Zuschauer, tschüss, danke fürs Zuschauen. Unbedingt den Daumen oben nicht vergessen, der muss rein, ein Kommentar und bis zum nächsten Mal. Ja.